Jujutsu Kaisen Season 2 hat in den letzten Monaten absolut abgeliefert und es ist, glaube ich, glasklar, dass das der Anime des Jahres wird. Doch in diesem Video möchte ich eine kleine Retro-Perspektive geben, was diese Season so great gemacht hat. Also schnappt euch eure Sukuna-Finger, lasst gerne ein Abo und ein Like da, um keine weiteren JJK-Videos mehr zu verpassen. Also genug gelabert und legen wir los. Als vor 3 Jahren die erste Folge von JJK online kam, hätten die wenigsten damit gerechnet, dass das Franchise so krass explodieren wird. Spätestens mit Folge 7, wo Gojo das erste Mal seine endlose Leere zeigte, war jedem klar, was ein großer Hype und Tier dieses Werk wird. Im Verlauf von 2021 fand Staffel 1 ihr Ende und wirklich jeder hat von den Anime mitbekommen. Durch Edits, Memes, Cosplayer, Merch, die ganzen Reactions. Und vor allem das erste Opening, was überall in jeder Anime-Playlist war. Und noch größer, das allererste Ending, was einfach nur ein geiler Vibe war. Es spielte überall und das zweite Opening und Ending haben nicht den Hype bekommen, aber sind underrated as fuck. Damit war auch jeder endlich im JJK-Fieber angekommen. Nach Demon Slayer war Jujutsu Kaisen der nächste Big Boy. Das Gesprächsthema, die geile neue Sache in der Anime-Welt. Manga-Sales und Gojo-Sims schossen in die Höhe. Am März endete Staffel 1 mit einem Mini-Teaser für den Shibuya Incident Arc. Die Erwartungen waren dementsprechend groß und Jujutsu Kaisen hatte eine große Fanbase geschaffen und damit waren die Erwartungen, was noch kommen würde, enorm. Doch erstmals kam in 2022 der Film Zero, welcher ein Jahr vor Season 1 spielt und was einfach mal so in den Top 10 Anime der weltweiten Boxoffice landete und wieder die Fans heiß machte, was folgen würde im kommenden Jahr. Wir wussten alle, dass der Shibuya Incident Arc sehr brutal und groß werden wird, doch bevor wir an den Terror, den Shibuya am 31. Oktober spüren wird, erleben konnten, kam zuerst ein Mini-Arc mit einem Flashback von Gojo und Geto, wo wir einen kleinen Sneak Peek im Zero-Film bekamen und die ganze Zeit Hot Artworks von Toji im Internet kursiert. Der Hype war groß, Fanboys konnten kaum auf die Summer Season und Rückkehr von JJK warten, doch viele hatten die Sorge, dass es untergehen würde, da der Tone-Shift sehr groß ist zu Staffel 1. Viele andere Anime hatten mit ihren zweiten Staffeln lange nicht den großen Hype wie die ersten. Gute Beispiele dafür sind Dr. Stone, Tokyo Revengers, Spy Family und noch vieles mehr. Doch die Sorgen hätten nicht falscher liegen können. Kaum war die erste Folge draußen, war jedem klar, dass der Sommer und der Rest von 2023 erneut von diesem Werk geprägt werden würde. Die ersten 5 Folgen alleine waren so viral und die Geschichte wiederholte sich überall. Waren die Memes, Edits, einfach alles sah man überall. Toji wurde ein Fan-Favorite, wenn man bedenkt, dass er einfach nur ein Obdachloser ist, der alles nur für ein bisschen Geld getan hat. Aber auch sahen wir, dass Gojo verletzlich ist und was für ein guter Bro Geto eigentlich war. Es fing auch den Vibe der 2000er ein, war ein geiler Flashback und eine nice Transition, worauf alle Fans über 2 Jahre gewartet haben. Doch erstmals gab es dann 3 Wochen Pause, alle haben rumgeheult, doch dann war es soweit und der Shibuya Incident Arc ging los. Es fing erstmals gechillt an, nicht viel aus, dass wir direkt an Season 1 anknüpften und dass Yuji Green Flag in Person ist. Dann fing es langsam an loszugehen mit Mekamaru, der dachte, dass er Mahito getötet hätte. Wäre er der Hauptcharakter, er wurde einfach gekillt und dann ging es endlich los. Der Terror begann ab Folge 32 und die Episoden wurden ab den kommenden Wochen bis zum Schluss Banger after Banger mit so vielen verdammten Highlights, um nur einige aufzuzählen. Ich glaube, ich schaffe nicht einmal alle. Gojos Kampf gegen die Sonderrangflüche, seine Versiegelung, der Kenjaku Reveal, Tojis Rückkehr und schneller Abgang, weil er zu fucking OP war. Yuji gegen Chozu, Sukuna gegen Jogo Mahoraga. Ganz zu schweige von den vielen Toten, von denen ich nicht recovered habe. Ich rede vor allem von Nanami Sonobaras. Der gesamte Kampf gegen Mahito war ein Action-Blockbuster pur. Vor allem als mein Boy Aoi dazu kam und einfach mal so zu All Might wurde. Kam zwar nicht im Manga vor, aber scheiß drauf, der Anime-Moment war super. Oder als einfach seine Waifu ihm das Leben rettete und den gebrochenen Yuji wieder Hoffnung gab. Und der mal mir nichts, dir nichts einfach so zu Mahitos schlimmsten Albtraum wurde. Als wäre das nicht genug, kommt Geto, absorbiert ihn, killt alle, Yuki hat den geilsten Ass und ist meine Number One Waifu in JJK. Chozo ist der nächste Bruder von Yuji, Maymay gibt ihrem Bruder diesen anderen Fanservice, es geht's, Yuta taucht auf einmal auf und der Culling Games wird der nächste Arc, welcher noch brutaler sein soll. Alter,
Was war das denn bitte? Es geht zu Ende und wieder endet es alles mit einem Cliffhanger. Neben dem ging der Manga auch heftig ab, die Memes wurden zu krass und Edits genauso wie Fanarts sind eskaliert. Es kam fucking Fortnite-Skins raus. Ich wollte immer wie Gojo mit Peter Griffin abgehen. Damit endete am 28. Dezember die Reise mit JJK und ich bin ehrlich, das letzte halbe Jahr verging so verdammt schnell. Es ist kaum zu glauben, wie gefesselt ich wieder bei einer Show war, wo ich bereits den Inhalt vom Manga kannte. Selten war der Vibe so geil und Jujutsu Kaisen ist am Höhepunkt und ich hätte nicht gedacht, dass man den Hype von Staffel 1 noch hätte toppen können. Aber ich habe mich geirrt. Wie alle guten Dinge fand jetzt auch der Shibuya-Arc sein Ende. Es war eine Achterbahnfahrt, eine großartige und tränenreiche Zeit. Das Werk ist größer denn je und die Zukunft könnte nicht breiter aussehen. Und ich bin gespannt, wie sehr die zukünftigen Story-Abschnitte adaptiert werden. Also, was war euer Lieblingsmoment, Lieblingskampf, Lieblingscharakter oder generell Lieblingsfolge in dieser gesamten zweiten Staffel? Ich kann mich schwer nur entscheiden, denn wirklich alles war so gut daran. Ich glaube, sowas zu übertreffen wird wieder sehr schwer sein. Aber hey, mittlerweile, ich traue Studio Mappa alles zu, damit sie das Werk noch toppen können. Schreibt mir gerne eure Meinung zu alledem unten in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer MG.